Dieser ungewöhnliche Ständer soll alle ansprechen, die gerne ihre Gäste beeindrucken oder Schuhe verkaufen wollen. Denn hier schweben die Tonschuhe und Stiefel buchstäblich in der Luft. Er unterstützt eine 360-Grad-Drehung des Schuhs, ist hintergrundbeleuchtet und hat ein minimalistisches Design. Der Schwebeeffekt entsteht mit Hilfe eines Magneten, der in den Absatz eingeführt werden muss. Das Produkt ist in den Versionen für japanische, amerikanische und europäische Steckdosen erhältlich und kostet etwa 120 US-Dollar. Falls euch schwebende Schuhe nicht überzeugen, schaut euch diesen schwebenden Blumentopf an. Das kompakte Modell ist für die Raumdekoration konzipiert und eignet sich sowohl für zu Hause als auch im Büro. Der Blumentopf ist aus ABS-Kunststoff und schwebt in einer Höhe von 10 bis 15 mm. Die Hersteller bieten zwei Farben zur Auswahl. Die Kosten betragen 65 Dollar. Und noch etwas für alle Fans von schwebenden Objekten. Dies ist eine Leuchte, bei der die Glühbirne in der Luft hängt. Nach Angaben des Verkäufers gibt das Nachtlicht ein weiches, warmes Licht ab, das ein angenehmes Gefühl vermittelt. Wie die beiden vorherigen Produkte ist die Lampe um 360 Grad drehbar und funktioniert mit einer magnetischen Aufhängung. Das Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff. Es sind Modelle mit Steckern für 5 verschiedene Regionen vorhanden. Der Preis beträgt etwa 85 US-Dollar. Pfefferspray, Schocker, Schlagring? Das war alles gestern. Hier kommt ein modernes Tool zur Selbstverteidigung. Der Hersteller bezeichnet sein Produkt als Multitool und er hat vollkommen recht. So ermöglicht das Werkzeug bei einem Unfall, das Fenster einzuschlagen und das Auto zu verlassen. Das eingebaute Messer schneidet problemlos den eingeklemmten Sicherheitsgurt. Zur Selbstverteidigung gibt es eine Peitsche aus Stahlseil, ausgestattet mit einem starken Schlagkopf. Für sicheren Halt sorgt ein ergonomischer Griff aus Aluminiumlegierung. Die Mindestkosten betragen 30 US-Dollar. Dieses Taschenwerkzeug wurde von Spezialisten aus Taiwan hergestellt. Sein Hauptmerkmal ist die Vielseitigkeit. Es kann als Schrumpfwerkzeug, Lötkolben, Brenner und heißes Messer dienen. Das Gerät wird mit Butangas betrieben. Eine Ladung reicht für ca. 40 Minuten Arbeit im durchschnittlichen Temperaturbereich. Das Aufheizen dauert etwa 18 Sekunden und die Löttemperatur kann auf 450 Grad Celsius eingestellt werden. Das Set enthält ein Etui, das die Aufbewahrung von Zubehör wie Lötzinn und Kolophonium vereinfacht. Und dank einer Schutzkappe kann der Lötkolben direkt nach der Arbeit in das Etui gesteckt werden, ohne auf die Abkühlung warten zu müssen. Der empfohlene Preis des Herstellers beträgt 56 US-Dollar. Wisst ihr, dass eure Kopfhörer 10-mal schmutziger sein können als eine Klobrille? Diese Frage stellten sich die Entwickler dieses Tools, mit dem nicht nur Kopfhörer, sondern auch verschiedene Geräte wie Smartphones sauber gehalten werden. Das Tool bietet 5 Reinigungsoptionen: Schmutzfänger aus Stahl, Bürste mit kurzen Borsten, Haftgel, Mikrofasereinsatz und eine Bürste mit langen Borsten. Das Tool wird einfach bedient, leicht mit Wasser gereinigt und wiegt nur 8 Gramm. Durch die kompakte Form wird das Werkzeug wie ein Schlüsselbund getragen und kostet 22 US-Dollar. Dies ist der kleinste manuelle Drucker der Welt. Er wiegt nur 92 Gramm, unterstützt WLAN und Bluetooth. Man kann mit einer Hand arbeiten, während das Gadget Farbdruck nicht nur auf Papier, sondern auch auf Stoff, Metall, Holz und Kunststoff ermöglicht. Es stehen Patronen in 8 Farben zur Verfügung. Eine Patrone reicht für ca. 90 A4 Seiten. Die Druckmöglichkeiten werden mit einer Reihe von Tools zur Entwicklung der eigenen Software erweitert. Für Projektsponsoren kostet ein Set aus Drucker, einer schwarzen Druckpatrone und Drucklineal 129 US-Dollar.
Seid ihr gelangweilt von klassischen Multitools? Dann werdet ihr dieses Gerät lieben. Es wiegt 65 Gramm und nimmt nur wenig Platz ein, da es flach ist. Die Funktionsweise ist ungefähr dieselbe wie bei einem PEZ-Spielzeug. Die Standardversion des Multitools ist mit 10 Schlüsseln ausgestattet, die erweiterte Version mit 13. Zusätzlich könnt ihr weitere Schlüsseloptionen kaufen und so das Multitool gezielt auf eure Bedürfnisse anpassen. Beide Optionen beinhalten eine Aufbewahrungsbox. Es gibt einfach unglaublich viele Einsatzszenarien für das Tool, vom Möbelreparieren über das Reparieren eines Fahrrads bis hin zum Öffnen von Flaschen. Die Kosten beginnen bei 58 US-Dollar. Träumt ihr von einem Aquarium für zu Hause? Dieses faule Aquarium soll euch helfen, die ersten Schritte zu machen. Dank der intelligenten Steuerung sorgt das Aquarium für eine regelmäßige Fütterung der Fische und kontrolliert die Sauerstoffversorgung. Das eingebaute Filtersystem ermöglicht es, das Wasser seltener zu wechseln. Eine App für Smartphones hilft bei der Steuerung verschiedener Werte. Damit wird auch das Beleuchtungsniveau reguliert. Verschiedene Lampen sorgen entweder für wärmeres oder kühleres Licht. Das Aquarium unterstützt auch die Sprachsteuerung. Während Tonschuhe und Blumentöpfe in der Luft schweben und das Aquarium die Fische füttert, kann man sich zurücklehnen und Tee oder Kaffee trinken. Dabei hilft ein Becher, der das Getränk selbst mischen kann. Der Becher ist aus Stahl, wird über einen Knopf bedient und fasst je nach Modell bis zu 500 ml Getränk. Der Deckel hat mehrere Öffnungen, zum Beispiel für Kühlung und Strohhalme. Kurz gesagt ist das eine hervorragende Lösung für alle Coffee-to-go-Fans und Autobesitzer. Falls ihr einen alten Kassettenspieler habt, ist es noch zu früh, ihn wegzuwerfen. Dies ist ein Gadget im Wert von 30 US-Dollar, das dem Kassettenspieler ein neues Leben verleihen kann. Steckt es einfach in den Kassettenschlitz und schon habt ihr einen Bluetooth-Empfänger. Mit einer einzigen Ladung hält die Kassette bis zu 8 Stunden, die Übertragungsreichweite beträgt bis zu 10 Metern. Die Musik wird vom Handy, Tablet oder anderen Geräten eingeschaltet. Das Tool unterstützt Bluetooth 4.0 und bietet eine Abwärtskompatibilität mit Bluetooth 3.0 und 2.1. Zum Verbinden braucht es keine Driver und Software. Wenn die Verbindung getrennt wird, geht die Kassette automatisch in den Schlafmodus, um Batterie zu sparen. Dieser Rucksack kombiniert Handmade und Hightech. Er besteht aus modernen Polymermaterialien und ist so langlebig, dass es laut Hersteller fast unmöglich ist, ihn kaputt zu machen, außer vielleicht mit einer Kettensäge. Jeder Rucksack erhält eine einzigartige Seriennummer, die mit einem Laser eingraviert ist. Im Inneren befinden sich zwei Fächer, eine Schlaufe und ein Clip für Dokumente. Der Rucksack wiegt 1,2 Kilogramm. Dank seines modularen Aufbaus können Riemen und anderes Zubehör schnell gewechselt werden. Wenn ihr denkt, solche Rucksäcke bereits gesehen zu haben, dann stimmt das auch. Sie waren in den Filmen Ghost in the Shell und Star Trek zu sehen. Während des Lockdowns waren viele gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten. Und manchmal passieren im Homeoffice lustige Vorfälle. Zum Beispiel geraten bei Online-Gesprächen Verwandte und Kinder ins Bild. Um solche Situationen zu vermeiden, soll dieses Gadget helfen. Es zeigt anderen an, dass eine Konferenz im Gange ist. So wissen eure Verwandten, wann sie lieber nicht stören sollten. Sie sehen, ob die Konferenz aktiv ist und ob Kamera und Mikrofon eingeschaltet sind. Ein spezielles Programm sorgt für eine schnelle Einstellung der gewünschten Farben und anderer Optionen. Die Vorbestellungspreise beginnen ab 49 US-Dollar. Ohne frisch gebrühten Kaffee darf bei euch der Tag nicht beginnen? Aber was, wenn ihr regelmäßig auf Geschäftsreisen seid? Seht euch diese tragbare Kaffeemaschine an, die keinen Strom benötigt und Kaffeeportionen bis zu 120 ml bietet.
Das Aufbrühen erfolgt ganz einfach. In einen Behälter kommt heißes Wasser, in einen anderen gemahlener Kaffee. Dann muss man einen speziellen Kolben verwenden, schon wird der Espresso in die Tasse gegossen. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass der Kaffee so stark wird wie in einer professionellen Kaffeemaschine, aber dieses Modell kostet nur 18 US-Dollar. Dieses Tischzubehör vereint gleich drei Funktionen: kabelloses Laden, Kühlen und Erhitzen von Getränken. Damit kann man sein Zimmer vor Ladekabeln befreien und gleichzeitig immer ein ideal temperiertes Getränk zur Hand haben. Für schnelles Aufladen sorgt die Qi Fast Charging Technologie. Das Zubehör ist derzeit nur mit bestimmten Smartphone-Modellen kompatibel. Das Set wird mit einem Kaffeebecher geliefert. Die Kühloption kann auch für Getränkedosen verwendet werden. Die Ladestation kostet 80 US-Dollar. Dieser tragbare Mini-Kühlschrank fasst 6 Getränkedosen, wird mit einem herausnehmbaren Regal geliefert und kann auf 6 Grad Celsius abkühlen und auf 60 Grad Celsius erhitzen. Der ergonomische Griff erleichtert den Transport. Für mehr Sicherheit wird kein Freon verwendet. Der 2 Kilogramm leichte Kühlschrank eignet sich perfekt für Campingplätze, Hostels und Büros und kostet 50 US-Dollar. Dieser Simulator bietet ein ungewöhnliches Trainingsformat. Sein Vorteil liegt in der patentierten Technosphere-Technologie, mit der man ohne die üblichen Übungen wie Liegestütze effektiv trainieren kann. Das Laufband kann Belastungen von bis zu 136 Kilogramm standhalten und lässt sich einfach auf- und abbauen. Mit der kostenlosen App könnt ihr ein Smartphone hinzufügen und Spiele starten, die beim Training helfen sollen. Gleichzeitig versichern die Entwickler, dass das Training nur 3 Minuten dauern kann. Für alle, die ihre Ergebnisse gerne vergleichen, gibt es eine Online-Tabelle. Dieser Luftbefeuchter versorgt nicht nur die Luft mit Feuchtigkeit, erleichtert das Atmen und reduziert die Staubmenge, sondern sorgt außerdem für eine romantische Atmosphäre. In den Luftbefeuchter ist eine spezielle Projektorlampe eingebaut, die zu einer spektakulären Beleuchtung des Zimmers beiträgt. Das Gadget wird von einem eingebauten 1200 mAh Akku betrieben, der für 3,5 Stunden Betrieb ausreicht. Auch die Anpassung der Beleuchtungs- und Hintergrundbeleuchtungsmodi ist möglich. Das Gerät eignet sich beispielsweise gut als Nachtlicht und kostet rund 20 US-Dollar. Nach einem Tag in der Sonne fühlt sich die Luft im Auto oft wie im kalifornischen Death Valley an. Zum Glück gibt es eine einfache Lösung, die Innentemperatur etwas zu senken. Dabei hilft dieser Autoschirm. Der Hersteller ist von der Wirksamkeit der Lösung überzeugt. Ohne Schirm erwärmte sich der Innenraum während der Tests auf 63 Grad Celsius und mit dem Schirm nur auf 32 Grad Celsius. Der Schirm ist faltbar und daher leicht zu verstauen. Er ist in mehreren Größen erhältlich und besteht aus schlagfestem und verschleißfestem Materialien. Der Mindestpreis beträgt 16 US-Dollar. Dieser Fahrradsattel wird euch nicht nur mit Komfort, sondern auch mit Praktikabilität begeistern. Dank der eingebauten Beleuchtung ist das Fahren bei Nacht sicherer und es braucht keine separate Beleuchtung an der Sattelstütze. Das Modell ist aus Kunstleder gefertigt, wiegt 370 Gramm und ist vor Wasser geschützt. Das Aufladen erfolgt über ein USB-Kabel. Es stehen 6 Optionen für die Lichtsignale zur Auswahl. Das universelle Design ermöglicht es, den Sattel sowohl auf Mountainbikes als auch auf Rennräder zu montieren. Die Kosten für das Modell betragen 20 US-Dollar.
Dies ist eine weitere Konsole für Retro-Liebhaber. Die handtellergroße Box bietet eine Bibliothek mit über 4000 Spielen, die bereits alle im Speicher des Geräts gespeichert sind. Es gibt mehr als 30 Emulatoren, mit denen ihr Spiele von unterschiedlichen Konsolen ausführen könnt, beispielsweise PS1 oder Arcade-Automaten. Für den reibungslosen Betrieb sorgt der Cortex-A7-Prozessor mit 1,2 GHz. Der Bildschirm hat eine Auflösung von 640x480 Pixeln. Eine Ladung reicht für 4 bis 5 Stunden Spielzeit. Das Entwicklungsteam sammelt derzeit Spenden auf Kickstarter. Für eine Kopie verlangen sie etwa 129 US-Dollar. Mit einer Größe von 17 x 59 mm ist das ein komplett ferngesteuerter Hubschrauber. Er fliegt in einem Umkreis von bis zu 5 Metern, die Ladung dauert etwa 4 Minuten. Aufgrund seiner Größe eignet sich der Helikopter durchaus zum Spielen in Innenräumen. Er wiegt nur 9 Gramm, sodass es unwahrscheinlich ist, dass er etwas zerkratzt oder kaputt macht. Das Set enthält eine praktische Tasche, in der sowohl der Hubschrauber selbst als auch die Fernsteuerung passen. Wahrscheinlich werden nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene von einem solchen Spielzeug begeistert sein. Jeder, der schon einmal einen langen Text auf einem Smartphone oder Tablet tippen oder formatieren musste, weiß, wie umständlich das ist. Zum Glück gibt es externe Tastaturen. Eine davon seht ihr jetzt. Das Modell ist mit Android, macOS, iOS und Windows kompatibel, unterstützt Bluetooth und wiegt bescheidene 165 Gramm. Eine spezielle Halterung wird mitgeliefert. Die Smartphones und Tablets können horizontal und vertikal platziert werden. Die Tastatur lässt sich zur einfachen Aufbewahrung und zum Transport in der Mitte zusammenklappen. Die Akkuladung reicht für 150 Stunden Dauerbetrieb. Der Preis beginnt bei 39 US-Dollar. Falls ihr auf Cyberpunk-Ästhetik steht, wird euch diese Brille definitiv ansprechen. Der Verkäufer ist sich sicher, dass man damit begeisterte Blicke in einem Club, einer Bar und bei jeder Party auf sich ziehen kann. Das Modell ist aus kratzfestem Acryl. Es wird mit 3-Volt-Batterien betrieben, die etwa eine Stunde halten. In den Einstellungen könnt ihr eine von 7 Farben wählen und mit Modi spielen, die an Weihnachtsbaumgirlanden erinnern. Eine Brille kostet knapp 5 US-Dollar. Vielleicht hätten ja die Macher des Cyberpunk 2077-Spiels diese Brille den Käufern der Extended Edition schenken sollen. Eine weitere interessante Option für Fans von tollen Looks ist diese Maske mit einem leicht beängstigenden Design. Sie ist batteriebetrieben, ihr benötigt Doppel-A-Batterien und die Steuerung erfolgt über eine kleine Fernbedienung, die an der Kleidung befestigt oder in die Tasche gesteckt wird. Laut dem Werbespot wirkt die Maske in Kombination mit einer Kapuze besonders eindrucksvoll. Es gibt eine optimale Belüftung, die Maske ist aus hochwertigem PVC gefertigt. Die Lichtelemente erhitzen sich nicht, was Hautschäden vermeidet. Die Kosten beginnen ab 8 US-Dollar. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und noch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.